letzte Instanz vor der Automatik. Erst wenn er sein Okay gibt, kann die Produktion beginnen und mehrere Tonnen Stahl laufen durch das Walzwerk. Hergestellt werden Halbzeuge für die Weiterverarbeitung. Produkte wie Bleche, Bänder, Werkzeugstähle werden hier maschinell produziert. Gebraucht wird das unter anderem in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau. Christophers Aufgaben im Mehrlinienwalzwerk sind vielfältig. Wir heften uns an seine Fersen. Du kennst ja schon alle Geheimwege. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ja, das sind die Walzkassetten, was wir da haben. Da heften wir da die Walzen. Da haben wir jetzt den Rollenkasten. Wenn wir jetzt einfach, jetzt bauen wir auf 9,5 Draht um. Das geht dann da auf in der V-Diader. Und das ist einfach jetzt eine kleinere Kalibrierung, was drinnen ist, dass der Stab kleiner wird. Die Walzen bringen den Stahl in die richtige Form. Wird zum Beispiel eine kleinere Größe verlangt, muss die Walze ausgetauscht werden. Als Hüttenwerkschlosser ist man entweder im Stahlwerk oder im Walzwerk tätig. Aufgaben wie Wartung und Instandhaltung zählen ebenfalls zum Berufsbild. So ist Christopher auch für den Austausch von Verschleißteilen zuständig. Erst wenn alles in Ordnung ist, gibt er sein Okay an den Zentralleitstand. Von dort aus wird die Anlage betrieben und überwacht. 57 Mitarbeiter sind auf dieser Strecke im Schichtbetrieb tätig. Eine Schicht kann bis zu 12 Stunden dauern. Ein Knochenjob. Was du einmal mitbringen musst, das einmal, du musst aufmerksam sein, weil du darfst den Rücken nicht her dran, weil das fahren mit einer hohen Walzgeschwindigkeit auch. Du musst die Hitze einmal aushalten im Sommer und das heißt. Temperaturunterschiede. Temperaturunterschiede, ja. Muskelkraft oder eher nicht? Braucht man auch, ja. Weil es ziemlich viel über Schweiß erinnern. Gibt es eigentlich auch Frauen in dem Beruf? Ich weiß noch keine. Bis jetzt noch nicht. Nein, bis jetzt noch nicht. Selber Geld verdienen, unabhängig von den Eltern sein, einfach auf eigenen Beinen stehen. Das waren für Christopher die wichtigsten Gründe, eine Lehre zu machen. Auf den Lehrberuf Hüttenwerkschlosser ist er durch Bekannte gestoßen. Bereut hat er diese Entscheidung nie. Wie schaut die Lehre jetzt aus? Wie schaut der Ausbildungsgang aus? Du bist ja jetzt schon im dritten Lehrjahr. Was hast du alles schon gemacht? Ja, das erste Jahr sind wir in der Lehrwerkstatt. Da haben wir mal einen Grundlehrgang. Da tut man also Werkstückel fallen. Dann hat man einen Schweißkurs und einen Schleifkurs. Dann sind wir in die Berufsschule gekommen. Und dann ab dem zweiten bist du halt dann im Betrieb runter. Und da wirst du halt auch immer in die Berufsschule wieder dann einbunden. Ist ein lässiger Zweig, muss ich jetzt sagen. Und auch die Zukunft im Betrieb sieht für Christopher ziemlich gut aus. Ja, das haben wir schon alles ausgeredet. Bleiben da jetzt schon fix in Mehrlinien Walzwerk runter. Weil ich bin alle Betriebe durchgegangen, habe mir alles einmal angeschaut. Und die MLW hat mir bis jetzt ein paar Isten gefallen. Und da wollte ich von Anfang an her und habe mir gedacht, das ist es da unten. Jetzt bietet ja der Beruf auch Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten. Was kannst du da alles werden? Ja, also man kann angelernt werden, einmal als Vorwalzer und auf die Strecken halt alles angelernt werden. Dann kann man auch die Masterschule machen und dann kann man sich halt Schritt für Schritt aufarbeiten. Wäre das für dich ein Ziel? Überlegt hätte ich schon und vielleicht, wenn es ausgeht, werde ich es machen. Und was tut der bescheidene Steirer privat? Man sieht schon, wir haben da heute quasi einen zweiten Rockblock, wir zwei, weil du musizierst mir nachher was vor. Du spielst nämlich steirische Harmonika. Und jetzt meine Frage, seit wann spürst du das und wie kommt man da dazu? Ja, ich spiele jetzt das sechste Jahr, die steirische Harmonika. Und ich bin früher, habe ich mir immer eingebildet, ich möchte ein Instrument spielen. Und dann habe ich halt gerne Volksmusik gehört. Dann habe ich zum Beispiel meinem Papa gesagt, ja, Harmonika, das möchte ich lernen. Das ist ja eigentlich ein ziemlicher Kontrast zu deiner Arbeit. Siehst du da trotzdem eine Verbindung drin? Singst du gern in der Arbeit oder, weiß ich nicht, brauchst du das als Ausgleich? Ja, also Ausgleich, es ist schon entspannend ab und zu, wenn du heimkommst und du mal was anderes im Kopf hast, als alles arbeiten. Das ist einfach eine schöne Ablenkung. Jetzt hast du noch ein zweites Hobby. Ja, das zweite Hobby hat eigentlich nicht so viel zu tun mit denen. Das ist der Berchtenverein. Heuer haben wir 17 live gehabt. Also bis jetzt 16 am Samstag haben wir jetzt den letzten in Rauhnachtslauf. Und dann haben wir das auch wieder hinter uns und dann konzentrieren wir wieder noch aufs Musikspielen. Jetzt hast du ja wirklich sehr viele Hobbys und arbeiten tust auch noch. Was ist denn dir noch wichtig im Leben? Ja, so viel Platz hat auch nicht mehr, aber ich vermühle einmal. Dann meine Freundin braucht auch viel Platz. Und für den nehmen wir auch viel Zeit und dann so mein Auto brauche ich auch viel Zeit und einfach so, dass ich halt eine Gaudi habe in meinem Leben.
jetzt noch eine Frage zum Schluss. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, für die Zukunft einmal Gesundheit einmal als Erste. Und dann, dass ich jetzt da im Ende August dann mein LAB erfolgreich abschließe. Und dass ich dann mein weiterer Lebensweg einfach halt positiv abschließe. Na gut, dann leg los! Dankeschön.